Dass man auch nur so wenig Waffenöl tragen kann, ne? Ist mir immer nicht. Mir immer ein Rätsel. So, der hat nicht mal den Satz zu Ende gesprochen. It happens. So, wir wollen hier einziehen. Deswegen machen wir das Schloss mal ganz entspannt auf und treten uns nicht ein. Da liegt was drauf, was ich nicht nehmen kann wieder. Mein Gott. Oh. Wir haben wohl leider den Kopf ein bisschen. Ist der Kopf abhanden gekommen? Hier stehen noch die Türen von letztem auf, ne? Klopf, klopf. I knew you'd come soon enough. You are some of the coward like you. The bounty hunters, the freedmen, the carpetbaggers, the army of criminals who stole our land and our government. I survived them all. Our fight will live on. Jesus. How's it looking up there? Yeah, I think that's a lot. Didn't even have to shoot the last one. Good. Come help me with this, will you? Meine Güte. Was ist denn los mit den Leuten? You coming? Ich komm ja. Oh, ein Goldnugget. Seht ihr, man muss überall nachgucken. Das könnte sich lohnen, durchaus. Kann ich den jetzt nochmal plündern? Nein. Warum auch? Das ist jetzt eine Strafe, weil er den Kopf verloren hat? Ist doch nichts getan. Ah. Here. Give me a hand moving these bodies. Don't want the others walking into this. Und jetzt? In Fluss oder was? Tatsächlich, einfach in den Sumpf rein. Wollte doch gar nicht. Wollte doch gar nicht so weit laufen. Die ganzen Leichen jetzt da reinschmeißen. Mein Gott. Warum muss ich das alles machen hier? Ein super guter Platz. Weil wir ja nicht auch ein Boot haben. Wenn hier die Leichen in der Anlegestelle rumdümpeln,
freuen sich die Leute dann bestimmt auch. Welcome home, all of you, to my humble abode. We got fine living. Nor the corpses and the alligators, it's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George? Yes? Could I have a word with you? Not now. Come on, Arthur. Seine Frau wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange da bleiben. Wenn er sie immer wegschickt. I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends. Nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back, whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families. Losing Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed the paradise lay somewhere in the west for us. But I just don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters. Wir brauchen immer irgendwie Geld. Immer einen Haufen Asche, ey. Ich weiß gar nicht wofür. Wir schon Geld gescheffelt haben. Okay, there she is. A real city. The future. Big cities. They're always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Wir sind schon in Kapitel 4. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel es gibt, aber da wäre ich die anderen drei nicht mitgekickt, so wirklich. Jedenfalls zwei davon. Stehen neue Pferde in den Stellen von Scarlett, Meadows und St. Denis zum Verkauf. Wollen wir nach einem neuen Pferd gucken? Ich meine, wir sind ja quasi da. Und hier müssen wir dann suchen, okay. Was haben wir hier? Zeitungsjungen, ne? Ja. Ich meine, wir waren ja schon ein paar Mal hier drin, aber da gab es noch keine Quests. Kann man denn bitte seinen Sattel verlieren? Hello. How's that horse doing? We've got room in the stable if you need it. Pferde kaufen. Sind alle ganz schön scheiße, oder?
Wendigkeit Elite. Kann man das irgendwie mit seinem vergleichen? What sort of horse are you looking for? Es ist ein bisschen besser als unsers, ne? Unsers hat 4 Striche. Können wir es noch pimpen? Irgendwie? Also wir haben da sind es 4 Striche und da sind es 5 Striche vor Ende. Und da sind es jeweils 4 Striche, wow. Aber ich mag schwarze Pferde. Did you notice that weird smell around here? I've no idea where it's coming from. Pferde im Besitz Tennessee Walker verkaufen für $12. You must be a connoisseur. So. Nehmen wir auch wieder Jolly Jumper. Mein Gott. Don't see horses of that quality too often. Jo, aufrüsten. Jetzt aufrüsten. Real fine saddles here. Achso, das sind jetzt die Satteltypen. Ja gut, das ist jetzt wieder. Welchen haben wir denn jetzt hier? Verbesserte Satteltasche, passt da mehr rein? Steht nicht da, ne? Willst du wissen, wie viele Kapitel es gibt? wahrscheinlich zweistellig, ne? Pimp my Pony. Und für mehr Beschleunigung haben wir ein paar Amphetamine in den Hafer gemischt. Diese Hufe sind besonders gerillt und bieten mehr Bodenhaftung in den Kurven. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das hier bringen soll. Die sehen zwar größer aus, aber ob das was bringt, ist die zweite Frage. Ich glaube nämlich eher nicht. Horses are friendlier than people. They make the most loyal friends. Also, das ist mir alles so ein bisschen. I really think your horse will appreciate it. Enjoy. I'm convinced horses love that. Very fashionable. Komm, hier ist noch mehr. Lol. Good deal. Pflegeleistung. Pferde. Was soll das bringen? Absolutely. Good. Achso. Ja, die Ausrüstung ist aber alles nur kosmetischer Natur, glaube ich. Ich bin knapp über die Hälfte. Bin ich bei 50%, aber ich bin glaube ich noch nicht bei 50%. Bin glaube ich noch nicht bei 50% angelangt. Was die Story angeht. Good saddle will go a real long way. Trust me.
Keine Ahnung, das sind die gleichen hier. Eine andere Farbe, oder? Excellent choice, sir. Komm, wir pimpen jetzt mein Pony. You can't have too much with you out in the wilderness. Die Farben sind alle scheiße irgendwie. You must be a connoisseur. You can tell the difference with these additions. Guck mal an. Da steht wirklich was. Verbrauchstempo minus 5%. Minus 10%. Da, das bringt jetzt wirklich mal was. Guck einem das mal an hier. I've always had a way with horses, you know. Ja. Würde ja gerne eine andere Farbe nehmen, ne? Excellent choice, sir. Hörner? Ach so. I think you should do it. Goes well with the saddle. Den haben wir, oder was? Der sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hat Stil, würde ich sagen. Weil der Adler auch geil ist. Do you know horses just love a lump of sugar? Just my two cents. It's better to equip yourself and not need it than the other way around. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier gerade tue, ne? Oh Mann. It can get real muddy out there sometimes, can it? Can't go a minute without getting everything caked. Hör ich die Elektrizität gerade nur oder hört ihr die auch? Good enough. Sind da gerade mein Headset rum? Ich weiß you es nicht. You can't have too much with you out in the wilderness. Horses are friendlier than people. They make the most loyal friends. Habe ich verwitterte Dinger gekauft? Ich bin ein Idiot. It's better to equip yourself and not need it than the other way around. Mhm. Besser. Ja. Ach so, jetzt muss ich ja wieder die Pferdeverbundenheit steigern. Ja, natürlich, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich ja ganz vergessen. Jetzt, wo ich die Steuerung wieder einigermaßen drin habe, könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass es hier einige Fails geben wird.
Aber sowas von. Weil allein das auf rechter Maustaste schon nicht zielen ist. Das muss ich nämlich nochmal umlegen. Blegen. Das ist schon etwas ungewohnt. Also wir reiten erstmal. Wir machen natürlich ungeachtet dessen weiter und questen ein bisschen. Und hier ist übrigens die Mausempfindlichkeit besser einstellbar als bei The Last of Us. Ich habe ja bei The Last of Us gesagt, dass ich mich kaum bewegen kann. Was ist denn hier eigentlich los? Warum sind hier ein Haufen Leute, die mich suchen? Auf jeden Fall kann ich hier die Mausgeschwindigkeit besser einstellen. Muss also mit dem Spiel zu tun haben. Wie geht's dir, Herbie? Alles gut? Auch an die anderen, alles gut bei euch. Hab ich irgendwann mal verpasst? Wann zum Teufel habe ich verpasst, dass die mich suchen? Ich wollte doch nur meine Quests machen. Oh. Das war nicht so geplant, aber okay. Okay, also, ich muss damals schon ziemliche Scheiße gemacht haben, wenn ich jetzt hier schon so hart gesucht werde. Ja, Rechtsklick ist also doch 10, ich muss noch vorher die Waffe ziehen. Alles im Lot. Was macht denn eigentlich die Arbeit? Läuft das alles oder... Oder ist das wieder so ein Hörbloß-Off? Also ich habe hier wirklich Kopfgeld. Ja. Fucking shit. LR1, R1. Das kann ich wenigstens benutzen. Schön mal reinsnacken. Vor allem, ich muss die Taste ja immer im Rhythmus drücken. Das ist etwas ungewohnt an der Tastatur. Wir schleichen uns jetzt mal an die Mission von hinten ran. Ich wollte gerade sagen und verlasse mich darauf, dass das Pferd von alleine springt. Haha, tut's nämlich nicht. Bist du ein blöder Klepper? Geh mir doch nicht auf den Sack, dann laufe ich halt. Achso, vielleicht. Pferdeinventar. Jetzt geht's los, R1. Pferd. Ah, mit der Maus muss ich... Wow. Oh, ich nehme mich für eine Waffe mit. Die und hier unten... Wir müssen ja immer ein bisschen, ne? Ein bisschen vorausschauend Waffen mitnehmen. Da ist schon wieder ein Bulle. Bitte doch alle verarschen. Ja, was ist denn hier los? Muss das jetzt hier wirklich in einem Blutbad enden?
Wir sind da. Okay. Gut, wir müssen Informationen beschaffen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass uns deswegen jeder hier sucht. Also es liegt daran, dass wir müssen Informationen beschaffen und deswegen suchen uns die Bullen hier so. Fragen wir uns mal durch. Reden wir nicht drüber, alles klar, Neo. Fremde Person, L2. Befragen. Excuse me, I'm trying to find a man named Bronte. You know the name? Bronte? No, I don't think so. Sorry. Okay, thank you. Ich habe nur L1 und R1 auf den Tasten, ne? Hey there. Das ist definitiv ein Game, wo ich mir die Finger brechen werde. No. But fancy name like that? Maybe try the Bastille Saloon. Opposite the park with the Quincy Harris statue. Okay. Thank you. Wo haben wir direkt den Weg hin? Wir laufen mal unauffällig durch die Seitenstraßen. In der Hoffnung, dass hier nicht so die Bullerei rumstreunt. Aber es sieht so aus, als wäre die hier auch gar nicht, oder? Sucht die mich jetzt nicht mehr? Oha. Stick 'em up, cowboy. That's the piece of dirt I was telling you about. Yeah. Yeah, real funny, Dutch. Oh, I thought so. So, here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gomorrah. This city's all look the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. And from what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. Ohne Aufsehen, bis an die Zähne bewaffnet. Klassiker. Und alle haben mich direkt angeguckt, ne? Aber ein bisschen... Kann es sein, dass das Spiel ein bisschen leise ist? Kann ich überhaupt hier den Ton lauter machen? Ha! Ist schon auf Max. Surround Sound ist eingestellt. Für mich zumindest. Mal, nee, Mittel. Ich spiele auf Surround. Das wird ja momentan bei manchen Spielen ein bisschen bei mir kritisiert. Also jemand sagt zu mir öfters mal, dass es irgendwie, dass der Ton nicht laut genug ist oder so. Wenn ich jetzt auf Stereo stelle, wäre es wahrscheinlich lauter. Müsst ihr mir mal sagen, ob ihr das so gut findet. Also für mich ist es verständlich, aber ich sehe den Ausschlag im OBS.